Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Harry Banger. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Bangerang zockt Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir befinden uns immer noch in diesem kaputten Raum und ich habe etwas rumprobiert und scheinbar ist hier was. Guck mal, hier kann man so, man kann an der Wand entlang schleichen. So. Jetzt kann ich alle Dinger drücken. Alles klar. Let's go. Bravo! Wow! Ah! Okay, nochmal. Es steht immer noch nützliche Gegenstände. Ich habe da jetzt alles eingesammelt. Wow! Wand. Ich an die Wand. Bravo! Hass! So. Ich zuerst den linken. Und ich. Das tickt nicht im Hintergrund ab. So, guck mal, geht doch ganz leicht. So, drück mal erstmal den hier. Wow! Wow! Dann an die Wand drücken. Ich an die Wand, Mann. So. Und du hast jetzt. Deinen Schalter vergessen. Nein, hab ich nicht. Oh nein! Wichtel! Was bleibt mir auch anderes übrig? Vielen Dank! Das war's? Das war's? Deswegen habe ich die Scheiße gemacht. Ah, Ron kann's öffnen. Aha, Ron kann's öffnen. Die Weasleys sind eben nicht zu schlagen. Okay, Ron kann Geheimtüren sehen und öffnen. Hier ist hier das Ding. Dann gehen wir weiter. Denn Freunde müssen zusammenhalten. Ja. Alles klar. Wir hätten noch nicht eine Stunde Unterricht, Leute. Mal sehen, was hier drin ist. Das kann ich auf keinen Fall allein. Harry, das hier ist zu schwer. Komm. Aha. Irgendwie müssen wir doch an den Spiegel rankommen. Ah, okay. Das ist ein bisschen Zelda-mäßig, ne? Bevor die Tür stellen, kann man dann da hochklettern? Es steht das einfach immer in jedem Raum. Durchsucht den Raum, um nützliche Gegenstände zu finden. Ja, natürlich. Wie kommen wir an den Spiegel ran? Sagen, kann ich irgendwie da hochklettern? Stellen wir sie diesmal an einer Stelle ab, wo sie wirklich was nützt. Okay. denn wirklich was? Ja, wo nützt sie denn wirklich was? Ich sehe auch gar nichts. Ist hier irgendwo noch... Hier ist das Sonnenling. Da nützt sie wahrscheinlich auch nichts, ne?
Wieso komme ich da nicht weiter? Halt auch super dunkel. Warum müssen solche Spiele mal so dunkel sein? Also da muss ich irgendwie hoch. Ah, guck mal, kann ich ein bisschen Licht machen. Kleiner Lumos-Versatz. Ich muss die Kiste... Warte, wenn ich die Kiste jetzt einfach wieder darauf stelle... Das kriege ich alleine nie hoch. Mann, ist die schwer. Die jetzt einfach wieder raufstellen, dann ist doch... sinnvoll hinstellen. Dann ist doch bestimmt wieder... Das habe ich doch eben probiert. Puh. Hä? Okay. Das kann ich auf keinen Fall allein heben. Kann man irgendwie am Boden erkennen, wo die Treppe hinführen soll? Wieso hat das eben... Ich habe den doch hier hingestellt. Das habe ich doch eben gemacht und dann hat er ja nichts gemacht. Naja, so. Draufstellen. Sorgt dafür, dass das Licht auf das Auge über der Tür fällt. Aha! Böse Auge. Super. Wow! Jetzt brauchen wir einen Koffer, darum zu kommen, oder? Ja, ich kann ja auch so hochklettern. Alles klar. Okay, ich stelle mich ein bisschen doof an. Ich muss zugeben, ich habe lange solche Rätsel-Action-Spiele mir gespielt. Sehr, sehr lange. Muss ich ein bisschen reinkommen, um da wieder so ein bisschen noch ein Rätsel. Fühl zu kriegen. Oh, toll. Gibt es das ganze Spiel nur Rätsel oder Rätsel oder was? Ich will hier rumlaufen und zaubern. Das? Wozu ist das alles gut? Das müssen wir herausfinden. Ich glaube, hier ist irgendwas. Ja? Genau so. An sein hochklettern. Okay, dann bleib ich hier unten und halte Wache. Jetzt auch wirklich. Auch echt? Pass auf, dass du nicht runterfällst. Oh. Stören ist auch ein bisschen artig. Dadurch werde ich auf keinen Fall zurückgehen. Hä? Ist Run allein oder was? Okay, wow. Sei gewiss, dass dem wahren Rumtreiber immer Hilfe zuteil wird. Ist ja wie hier Stein der Weisen, oder? Also man verliert immer mehr Freunde oder was? Und ist am Ende auf sich allein gestellt. 250 Bertibotsbohnen? Schön viel. Soll ich alle finden, oder was? Eulenfutter! Eulenfutter! Hä, das ist eine Maus. Eulen essen Mäuse. Dieser Käfig kratzt eigentlich nicht. Yes.
jetzt noch nicht, wo ich hier Hilfe gefunden habe gerade. Okay. Ist das hier? Hedwig. Rufen. Hedwig! Ah, Hedwig ist meine Hilfe. Was macht sie? Es geht ab, Hedwig. Hedwig füttern. Hier, nimm. Okay. Bin ich Hedwig? Ah, deswegen kann ich fliegen, oder was? Zum Fliegen. Ah, ja, warum nicht gleich Hedwig? Hätte ich Hedwig nicht schon unten rufen können? Achso, ich fliege immer noch. Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Ist ja funny. Aber das finde ich auch, muss ich sagen, finde ich ganz schön bei solchen Spielen. Die so ein bisschen weggehen von, wir spielen den Film nach. Gedrückt halten. Die sagen, wir spielen den Film nach, weil man so ein bisschen einfach Hogwarts vergrößern kann. Guck mal, jetzt war ich hier. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. In so einem riesigen Bereich, wo ich einfach sonst nie gewesen bin, wo einfach nichts spielt vom Film oder so. Und man einfach, der einfach erfunden wurde für das Spiel hier. Mummenschanz! Mummenschanz? Ah, gehen Sie bitte durch, Sir. Finde ich irgendwie cool. Andererseits ist es natürlich, ja, es ist halt nicht das Zauberspiel, das man irgendwie. Kamera. Achso, ich bin gestorben, lass dich nicht erwischen. Von wem denn? Was ist jetzt passiert? Ich sehe gar nichts. Ach da. Ach da. Hä? Was mache ich hier gerade? Ich habe die Tür geöffnet. Ah, hier sind so. Da ist auch einer. Okay. Na gut, war jetzt nicht so schwer. Ah, hier sind noch mehr. Oder? Ah, ich bin gerade zurückgegangen. Ah! Versteck dich in den Schatten. Mich, wenn ich da in den Schatten bin? Hier bin ich doch voll in den Schatten. Ich sehe gerade gar nichts. Bin ich da? Okay. Ist vor mir eine Statue? Da ist eine. Okay. So wie bei Metal Gear Solid, ey. Das ist der Sichtkegel. Wenn du neben den Sichtkegel stehst, sieht man dich nicht. Okay. Peripheres Sichtfeld existiert nicht. Oh, ey.
sehen. War das Snape? Soll das Snape sein? Es ist so schwer, diese Kamera richtig auszurichten, weil irgendwas auch falsch geht. Oh, hier ist noch eine. Ah! Mann! Halten diese Scheiße auf! Kommt der denn jetzt her? Oh ne, von vorne wirklich? Auf entspannt. So. Drüben und hier. Okay. So. Jetzt müsste auch mal quetschen. Okay, die beiden gleich wegschalten. Muss ich rüberrennen. So, jetzt war da dieser Snape-Verschnitt wieder. Ach, der steht. Ach, der rennt da hin und her. Ach, Leute, ey. Ich muss gucken, wann der da ist. So, ich sehe was. Tja. Ah, Clamor Peaks Gang. Ja, da war ich doch schon mal. Hast du sie gefunden? Wie ist Klar, sie? Ich sie gefunden. Total klasse. Gar nicht klasse. Das war's dann. Kommt wieder, wann immer ihr wollt. Wir haben immer was Interessantes für euch. Und alles ist absolut günstig. Schau, dein Erinnermich blinkt. Hä? Sieh mal in deiner Aufgabenliste nach, was das heißen soll. Mann, Harry, Erinnermich. Da. Schau. In meiner Aufgabenliste, Moment. Die war... Okay, wenn da unten das... Dachte ich's mir doch. Wir haben alles erledigt. Hä? Warum blinkt das denn? Zeigt das, ne? Finde ich des Rumtreibers. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier eine Karte von Hogwarts. Das war's. Mehr sieht man auf der Karte nicht. Kann ich rumzoomen oder so? Okay. Gut. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Harry und Ron standen früh auf und bereiteten sich auf Verteidigung gegen die dunklen Künste vor. Na klar. Aber nicht alle waren an diesem Morgen so lebendig. Hermine! Oh. Wir haben Verteidigung gegen die dunklen Künste. Beeil dich! Komme schon. Hermine, du und dein Zeitumkehrer. Quidditch ist der aufregendste Sport der Zaubererwelt. Okay. Findet Hermine wahrscheinlich auch, doch. Hat nur keine Ahnung von Quidditch. Einfach genau das gleiche gemacht wie bei den Jugendschlafsälen. Komm, Mal gehen gespielt. Wir. Wir. Kann ich jetzt zwischen allen drei hin und her suchen? Ah ja. Natürlich Harry, Leute. Was denn das Jungschloss? Ich
Ja, ist schon sehr mit Copy-Paste hier gearbeitet worden, muss man sagen. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Und nur so als Tipp für die Spiele-Designer vom Gemeinschaftsraum sieht man sehr gut das Loch. Wenn man vorm Kamin sitzt, sieht man das Loch, durch das sie in den Schlafsaal kommen, in den Gemeinschaftsraum kommen. Ach so, mir fällt gerade auf, wie die Zeit ist um. Ich mache mir wirklich Sorgen um Krätze. Seit wir in Hogwarts sind, benimmt er sich so komisch. Genau, und deswegen beende ich an dieser Stelle die zweite Folge. Wir haben jetzt die Karte des Rumtreibers und Hermines bei uns. Das heißt, wir können dieses andere Rätsel lösen, wo es hieß, da passt nur Hermine drunter durch. Das können wir jetzt machen. Also, seid gespannt auf nächste Woche, wenn wir dieses Rätsel vielleicht machen oder was anderes. Mal gucken. Bis dann. Ciao. Ach, weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Mann. Weil ich es kann. Weil ich es kann.